Freundin. Aber das ist so krass. Ich habe geschildert, Magmaschale gezündet und Drachenblut. Alles gleichzeitig und trotzdem. Alex T-Bagged. Ja, ich T-Bag mich selber. Oh! Wobei, eigentlich Respekt. Was mit T-Bag? Naja, wenn du dich selber T-Baggen kannst, ist es eine Leistung. So. Naja, wenigstens hat er noch über 100 KW gehabt. 13% hat er gehabt. Ob das jetzt so erstrebenswert war? Ja, Barriere hat sie eben nicht abbekommen, ne? Doch, doch, so, es stimmt, sogar die habe ich auch noch abbekommen. Also, ja. Ich extra am Ende noch, also jedes Mal bei diesem Scheiß. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Da dachte ich, ich weiß noch, da habe ich noch gedacht, geiler Move eigentlich, wo wir auseinanderrennen, noch schnell eine Barrier zu zünden. Aber es hat mir irgendwie nicht. Vor allem bis ich an dem Ding stand, an dem Pinöpel, war auch alles gut. Und dann kamen die Apps und der Boss und auf einmal tick, 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 tick und dann habe ich nur noch schnell Schild. Ja, hast du wirklich in diesem roten Kreis von dem Ding gestanden? Ja, ja. Ja, in dem grünen Kreis halt, direkt dran an dem Dingens halt. Das Schlimme ist ja, ich kann da noch nicht mal Heavy Attacks dodgen, weil dann gehe ich ja auch raus und dann ripp ich auch. Das ist dann immer richtig geil. Aber das war gar nicht, also da kam keine Heavy. Das war einfach nur tick, 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 tick. Ja, so schnell hat Zett getickt. Ja, nee, aber ja, war schon, konntest du nichts machen einfach. Oder wenn ich Zeit habe, mal auf die Lebensanzeige zu gucken. Wieder aus mit Füßen raus. Stab ablegen, wieder anziehen. Dann mal einmal vor, was kommt. Ich glaube, er ist getriggert, ja. Natürlich. Achso, das habe ich gar nicht. Hab ich ganz vergessen. Habe ich aber nicht mitgerechnet, dass Start ablegen, anlegen so lange dauert. Ja, ich hab noch. Ich bin da. Rutsch. Rutsch. So, wenigstens die jetzt dann auch wegkommen, wird besser, okay. Sehe ich hier die treuen Fans von wegen hier. Sandra guckt immer. Hat nur geguckt, weil es Drops gab. Ehrlich gesagt, die sehen im Krankenhaus. Ah. Der
Ey, was läuft? Ist ziemlich... Bei Empfang sind die so dolle. Ist schlimm oder ist okay? Ja, es ist das, was rausgefunden werden wird soll. Okay. Magic Dines? Ist gleich ready, ja. Okay, mach's auch, dann mach du. In meinem Stream gucken, wie ich den Hemolock kaputt gemacht habe. Ich habe nur gesehen, ich hatte einen Baum vor mir und habe mich auf die Lebensanzeige verlassen. So ein Abfall. Ja, ich wollte. Da hatte ich ihn so schwer positioniert. Ich weiß, wer nicht geblockt hat. Ich weiß, wer nicht geschaut. Ich. Nee, ich. Ich auch nicht. Ich kam mir entgegengeflogen. Vielleicht hat er auch einfach nur seine Rettung bei dir gesucht. Nee, nee, er hat schon das Feld über rotem Feld. Ich gehe jetzt auf den nächsten Boss echt entspannt zu. Vorher war das wirklich immer so, oh, den müssen wir schaffen und überleben, der ist immer kacke. Jetzt weiß man, ajo, machst du kein Damage, stirbst du nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Kein Damage. Ich dachte immer, du spielst so mit einem Puls von 20, außer ich verkack's gerade, dann ist er auf 180. Ja, 175. Also ich hab. Ja. Mein Ruhepuls ist bei 120, das ist das Problem. Meine Ruhepuls? Ja, tatsächlich, das hat bei meiner Musterung. Habe ich gelegen, hat irgendwie 110. Und dann hat er mich, ja, dann hat er mich Kniebeugen machen lassen, dann bin ich auf 115 hochgegangen. Und dann nach einer Minute Pause war er wieder bei 110. Aber.
Das war damals. Heute bist du fitter. So ein garstiges Köpfchen. Bevor wir in die Treppe runterkommen, ohne zu keuchen. Oh, und zwar. Er ist echt hart. Ich werde den dann, ich stelle jetzt hier die Ads immer hin und lass den direkt hier dann reinjumpen und springen in Bring. Ja, warte mal. Alles klar. Okay, 3, 2, 1. Du musst beide machen. Ulti. Nein. Ich zieh sie zum Ausgang. Was ist da hinten noch da? Das machst du auch noch. Einmal müssen wir noch wahrscheinlich. Sehr viel Makro. Er springt rein, ich doch. Mit rausspringt er. Ja, vorhin habe ich ihn extra drin stehen lassen und dann hatten wir das Problem. Nee, das war jetzt klar, dass er sterben wird. Ja, ich dachte, vorbeugen ist besser als auf die Füße kommen. Ja, genau. Stirb! Fump. Achtung, Magic ist noch nicht da. Ich sehe gerade, was für anfällig manchmal hat beim DPS, dass ich dann mit der Maus so rumwackel, dass mein Bild so zittert. Mhm. Aber bei mir anfällig ist. Das habe ich mich letztens auch schon gefragt, Alter. Dann kriegt ihr das gar nicht mit. Nee, das kriege ich tatsächlich beim Spiel damit mit. Ja, genau. Wahrscheinlich gewöhnt man sich einfach daran. Alles in Beobachtung halten. Mal links, rechts gucken.
nächsten Monat die Zielseiten gekommen, dann sind wir gewappnet. Was? Ach, sollten jetzt eigentlich nicht jetzt schon Malata draußen sein, oder? Nächsten Monat die Zielseiten gekommen. Ne, Malata kommt am 12. Ach, am 12. Ich dachte. Nächste Woche irgendwann. Was freue ich mich drauf? Endlich wieder den Ekelboss. Markschmidt. Ich liebe es immer, diese Momente, wenn ich den Geist bei dir sehe, ihn spotte und du 2 Sekunden später schreist Geist auf mir und ich merke, ich habe nur das Hämoglobin gespottet. Das ist immer wieder geil. Jetzt wenigstens da platzen wird. Ja, genau. Ja, ich meine, die Geister machen ja nicht wirklich viel Schaden. Ja. Nein, aber es nervt halt, wenn man 2-mal spottet. Groß. Ich muss groß. Ich hasse diese Gruppe hier auch. Ich habe noch kein Rezept gefunden, wie ich die anständig alle direkt einfangen kann, ohne dass... irgendwas haut immer ab. Am Anfang und rennt Sam hinterher. Macht euch diesen Tag. Wenn ich diesen Drachen ausblute, wird das Kaiserreich wieder heilen. Oh, diese Anfangs-Ad-Scheiße ist auch irgendwie unnötig, ne? Ultiladen. Oh, wer ist denn da? Der war doch unter der Kiste, der hätte Zecke. Ja, da war er. Ja. Auch wenn es keine Zecke ist. Magic, das Hämoglobin war scheiße. Was für ein... Jetzt komm doch. Was mit der Proc? Da wurde ein Proc, glaube ich, Alter. Ja, genau. Er hat unter Bett geprockt. Kann ich dich jetzt mal sagen? Drei, zwei, eins. Wieder raus? Ich komm. Oh je. Geh wieder rüber? Drüben, oder? Ja, ja, komm drüber.
Achso, du schmeißt ihn sehen, warte, okay. Kiste? Alter, wieso tick ich denn so runter? Fledermaus? Kiste. Ihr dürft ihn in der Phase nicht anhitten. Ich glaube, dann kriegt ihr auch einen Buff. Der leuchtet da rot. Okay. Also er leuchtet roter als noch sonst. Ketten. Ich glaube, oh, schade. Wir wechseln. Fledermaus. Wird die nicht fertig? Ja. Kiste. Ja, alles gut. Für damals. Wechsel. Ich sehe, warte. Noch mehr? Kiste. Kiste. Danach wechsle ich rüber. Ich mach's dann Ulti bei Sterni. Meine Ulti ist auch fertig. Entkommt eurem Spielzeug!
Kiste. Ed. Hab es, bin auf der anderen Seite. Scheint Ketten. Ich bleib hier. Ein Ulti. Ed. Alex, Ed ignorieren. Ausfinischen. Ketten. Derjenige da steht, Boss töten. Boah, Stein. Alter. Eieiei, direkt hinter der Kackbox. Alter, mein Herz, ich explodiere gleich. Ja, aber das war jetzt echt. Also. War gut, war gut. Also, ich finde es mit den Wechseln halt auch einfach gut, weil man die Feuerflächen dadurch. Genau. Ja, es war auch sehr entspannt, aber ich dachte halt wieder, ne? Am letzten Drücker wieder stirbt einer, ne? Irgendwie. Ja, ohne Scheiß. Und ich habe Angst gehabt, dass ich's halt wieder bin. Und ich habe echt gerade Übelspuls. Das ich habe halt die ganze Zeit nur... Wenn du auf dem Geysir stehen musst, hast den Boss und hast noch so eine Blut-Dingsbums da, ne? Genau. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit nur im Boss... Verkack's nicht. So. Oh. Wunderbar. Und jetzt noch gleich die Zecken. Nee, das kann man schön am Freitag machen. Ja, alles gut. Ich bin dafür, dass wir es tatsächlich von hinten jetzt aufrollen und die Zecken dann eher vielleicht verschieben, bis hier Stilseiten droppen und wir jetzt vielleicht uns Moonhunter auf zuerst die Hunde mal fixieren. Okay. Und da würde ich es halt dann tatsächlich so machen. Alex, hast du einen Sorg? Ich habe Max Sorg. Ja, guck. Also, oder ob, wenn Cory dann mitkommt oder wer auch immer dann mitkommt, dass wir uns dann halt einfach durchwechseln, dass halt einer mit dem Sorg mitkommt. Von mir aus auch dann nur beim Endboss für den Sorg einloggt. Ich werde mal gucken, dass ich dem irgendwelches Damage-Gear hinschiebe und er nicht unbedingt mit PvP-Gear rumrennen wird.